Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Ja. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh, oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Ich hoffe, diese Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Komm zu Lara. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Das ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer leckt.
Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Geh rüber. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ein Durchgang. Vielversprechend. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Wird es wohl nach Kuwakiaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Ja. Ich glaube, da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Pistole!
Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad!
Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Der Schatz tritt zutage. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der Mich König nichts die merkt. Arbeit, jede Publicity. Wer? Atlas? Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Fast geschafft. Wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab.
Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht und Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? König und weiße Königin, da ist was in den Schilden. Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet.
Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Licht um Trost. Geschafft! Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? XXV. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Entfalten sich. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl.
weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Arbeitet. Ja, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Jagd mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder?